Hallo, ich bin Jo und heute gebe ich euch wieder den. Heute geht es hier um das Filmjahr 1936. In diesem wunderbaren Jahr wurden einige große Künstler geboren, unter anderem der US-Schauspieler Burt Reynolds, die Schweizer Schauspielerin Ursula Andress, das erste Bond Girl, der US-Schauspieler und Regisseur Dennis Hopper, der US-Schauspieler, Regisseur und Produzent Robert Redford, als auch der US-Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Michael Landon. Ja, ja, der Vater von Unsere kleine Farm. Gut erkannt. In dem Jahr wurden echt viele Filmschaffende geboren. Guter Jahrgang für Filmschaffende? Es gibt auch einige wunderbare Filme mit diesem Geburtsjahr. Und zwar Durch die Wüste, der erste Karl-May-Tonfilm. Mr. Deeds geht in die Stadt, eine hochgeschätzte Komödie von Frank Capra. Oder Fury, Fritz Langs erster Hollywood-Film. Fritz Lang war ja eigentlich deutscher Filmschaffender bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann Der kleine Lord. Das ist die weltweit bekannteste Verfilmung. Zugegeben, im deutschen Raum ist eine Verfilmung aus 1980 bekannter. Kommt immer zu Weihnachten, man kennt's. Das waren nur einige Beispiele von Filmen aus diesem Jahr. Gibt noch einiges mehr, aber das sind natürlich so die Highlights, die man schon erwähnt haben sollte. Welchen Film aus dem Jahr möchte ich jetzt genauer angucken? Ein Film, der nicht eine Auszeichnung gekriegt hat. Er ist allerdings bis heute ein unheimlich geschätztes filmisches Werk. Also das Publikum hat er erreicht. Wir sprechen heute über Modern Times. Zu Deutsch, wie man es erwarten kann, moderne Zeiten. Dieser Film von 87 Minuten Länge, also einer Stunde 27, hat eine FSK 6 Freigabe und wurde am 5. Februar uraufgeführt. Waren das alle Daten? Ich glaube schon. Jedenfalls die Sachen mit Zahlen. Jetzt kommen wir zu den Leuten, die dahinter stehen. Haha! Regie führte Charlie Chaplin. Übrigens hat er auch das Drehbuch geschrieben und die Musik dazu kreiert. Produktion Charles Chaplin Productions, also Charlie Chaplin. Er hat so ziemlich in jedem einzelnen Schritt dieses Films die Finger im Spiel gehabt. Ist ein Pedant. Ich mag ihn. Diese Komödie bzw. Drama oder Tragikomödie ist eine US-amerikanische Produktion in Englisch, da Charlie in den USA gearbeitet hat. Er selbst war ja Brite. Den Cast halte ich heute kurz, denn es gibt sehr, sehr viele Leute, die mitgespielt haben, aber einfach zwei Hauptdarsteller. Und das waren Charlie Chaplin als ein Fabrikarbeiter bzw. Charlie und Paulette Goddard als Gamin, also Straßenmädchen, Straßenkind, so was in der Art. Gamin halt aus dem Französischen, Gamin ist eigentlich ein Kind. Sie ist schon ziemlich groß für ein Kind. Ich nenne sie halt dann Mädchen, wenn das okay ist, weil so wird es im Untertitel auch gerne übersetzt. Bevor ich zu Details aus diesem Film komme, gucken wir uns mal kurz an, was in diesem Film so alles passiert. Kurze Zusammenfassung da drüben. Oh, nur kurz, dieser Film beinhaltet unheimlich viel Bildwitz. Also in der Zusammenfassung wird sehr viel wegfallen, was den Film eigentlich ausmacht. Deswegen würde ich ganz schwer empfehlen, diesen Film mal zur Gänze zu gucken, auch wenn ich ihn jetzt hier zusammenfasse. Okay? Okay. Erstmal gibt es einen Vorspann mit einer großen Uhr im Hintergrund und einen kleinen Text. Moderne Zeiten. Eine Geschichte von Industrie, individuellem Unternehmergeist, die Menschheit auf dem Kreuzzug im Streben nach Glück. Gefolgt von einem Sinnbild, eine Herde Schafe inklusive eines schwarzen Schafes. Überblendung zu der Arbeiterschaft, die in die Fabrik strömt. Die Fabrik ist die Electro Steel Corporation und der Präsident führt ein ziemlich angenehmes Leben. Zeitung lesen, Puzzles lösen und die Arbeiter überwachen. Da gibt's also ein Video. Überwachungssystem und da gibt auch über die technischen Möglichkeiten Anweisungen. Der Chef sagt, Meiler 5 arbeitet zu langsam. Mehr Tempo. Okay. In der Fabrik steht der Charlie an einem Fließband, also wortwörtliche Fließbandarbeit. Und das Tempo des Fließbandes lässt nicht einmal zu, dass es reicht, um sich zu kratzen oder eine Fliege zu verscheuchen. Echt Stress.
Dem Chef geht's aber immer noch zu langsam und er fordert, Fließband 5 zu langsam, verdoppelt das Tempo. Zum Glück gibt's kurz danach Pause. Mittag. Dem Chef wird eine neue Erfindung seiner Ingenieure vorgezeigt, die Ernährungsmaschine. Sie soll getestet werden. Und wer wird zum Versuchskaninchen auserkoren? Charlie, klar. Dieses Bild kennt man ziemlich gut. Am Anfang funktioniert die Maschine auch soweit, aber beim Mais fängt sie an durchzudrehen. Und als man wieder von vorne anfängt mit dem Menü, funktioniert irgendwie gar nichts mehr und Charlie wird da länger malträtiert von dieser Maschine. Und der Schnurrbart hält. Da die Maschine nicht zum Funktionieren gebracht werden kann, sagt dann der Chef, das Teil ist abgelehnt. Nach der Pause dürfen die Arbeiter genauso weiterarbeiten, genauso weiter stressen. Charlie kommt einfach kaum hinterher und er ist so darauf konzentriert, zu arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten, dass er sogar in Kauf nimmt, in die Maschine gezogen zu werden. Am Ende gerät er in die Maschine. Sein Mitarbeiter, der holt ihn dann wieder raus, indem er die Maschine rückwärts laufen lässt, aber Charlie, der ist durch. Er kriegt einen Nervenzusammenbruch und in balletthafter Weise macht er die ganze Fabrik unsicher. Deswegen wird er in die Psychiatrie gebracht. Und nach einem Weilchen wird er als geheilt, aber arbeitslos entlassen und verlässt die Klinik, um ein neues Leben anzufangen. Er sollte Stress vermeiden, aber in der großen Stadt mit so viel Getümmel, da geht es nicht lang und er kriegt Stress und Aufregung genug. Er landet versehentlich an der Spitze einer Demonstration und wird verhaftet. Er kommt als Anführer dieser Ausschreitungen in den Knast und da gibt es eine Razzia. Man sucht Nasenpulver. Und der Typ, der das hat, der kippt das schnell mal in den Salzstreuer, Beweise weg, ne? Bevor er abgeführt wird. Und was passiert natürlich? Charlie salzt nach und dreht durch, wortwörtlich. Er ist völlig verpeilt, aber auch furchtlos und stolpert in einen Aufstand, einen versuchten Ausbruch und hält ihn auf. Zufälligerweise fast schon. Draußen auf den Straßen ist das Leben auch nicht einfacher. Wir lernen das Straßenmädchen kennen. Sie stiehlt Essen für andere Straßenkinder und auch für die kleinen zwei Geschwister, die sie hat. Die Mama ist weg, der Vater arbeitslos und besorgt, aber sie gibt ihr Bestes. Bei einer weiteren Demonstration von Arbeitslosen inklusive Papa wird der Papa erschossen. Die Kinder sollen in staatliche Obhut kommen, aber die Große, die haut ab. Währenddessen hat's Charlie in seiner Zelle ziemlich gemütlich. So als Belohnung eine eigene Zelle und wegen guter Führung halt eine frühere Entlassung. Obwohl er das eigentlich gar nicht will, er fühlt sich da ganz wohl. Ich bin glücklich hier. Aber stattdessen kriegt er ein Empfehlungsschreiben und kriegt so einen Job in einer Werft. Der geht aber in die Hose, beziehungsweise ins Wasser. Dieser Job hat nicht lang gehalten. Wir sind wieder beim Mädchen, das großen Hunger hat und Brot stiehlt. Sie läuft Charlie in die Arme und sie soll festgenommen werden, aber Charlie sagt, nee, das war ich, weil er will ja wieder ins Gefängnis, sie nicht. Aber im Endeffekt klappt das dann leider doch nicht. Das Mädchen wird festgenommen. Jetzt hat Charlie die Idee, ich gehe mal in ein Restaurant, hau mir den Bauch voll, so richtig voll, geh dann mit einem Polizisten am Arm zur Kasse und sag dann, ich habe kein Geld. Bewusste, gezielte Zechprellerei. So geht's doch. Im Transporter Richtung Gefängnis trifft er dann auf das Mädchen, das mittlerweile eben auch gefasst ist, und sie möchte ihre Freiheit wieder. Als sie wegen einer starken Kurve aus dem Wagen fallen, da sagt er, hau ab! Und sie sagt, komm mit! Und er so, okay! Sie setzen sich dann gemütlich hin und quatschen ein bisschen. Und ja, die verstehen sich ganz gut. Überlegen sich auch, wow, zukünftig vielleicht wir gemeinsame Ziele? Mit seinem Empfehlungsschreiben kriegt der Charlie noch eine Chance mit einem Job als Nachtwächter in einem Kaufhaus. Er nimmt sie natürlich mit rein und sie essen da sich durch die Auslagen und spielen in der Spielzeugabteilung, gerade mit den Rollschuhen. Und Charlie zeigt, was er kann. Keine Sorge, der Abgrund ist auf Glas gemalt. Da ist nichts gefährlich. Aber es sieht hammer aus. Danach geht das Mädchen in die Bettenabteilung und schläft.
während Charlie auf Rollen seine Runden dreht. Und da trifft er tatsächlich auf Einbrecher. Die stellen ihn an die Wand. Die Wand ist allerdings aus großen Fässern und die schießen auch rein. Also kriegt Charlie ziemlich viel Rum ab. Dann findet einer der Einbrecher raus, dass der Nachtwächter, der Charlie, ja ein alter Mitarbeiter ist, ein Kollege. Und so saufen sie zusammen noch eins. Ja, bevor am nächsten Morgen das Kaufhaus wieder öffnet, haut das Mädchen ab. Sie kann den Charlie halt nicht finden. Der taucht auf in einem Berg aus Stoffen in der Textilabteilung. Ja, den Job ist er los und er kommt wieder in den Knast. Allerdings nach ein paar Tagen ist er wieder frei und das Mädchen wartet schon auf ihn. Sie hat währenddessen eine Bruchbude gefunden, in der sie aber zusammen leben können. Und er freut sich unheimlich, obwohl das ist wirklich sehr renovierungsbedürftig. Aber hey, sie können ihren Traum von einem Kleinbürgertumsleben ein bisschen nachkommen. Charlie entdeckt dann in der Zeitung, dass eine Fabrik wieder eröffnet wird und deswegen Jobs zur Verfügung stehen. Und er sagt, ich will für unser Leben sogar arbeiten. Also geht er dahin und er kriegt sogar einen der Jobs. Als Schlossergehilfe. Sein Kollege gerät dummerweise in die Maschine und Charlie versucht ihn wieder rauszukriegen und er kann seinen Vorgesetzten befreien. Da kommt einer um die Ecke und sagt, ey, wo ist dein Vorgesetzter? Der kommt dann aus der Maschine gekrabbelt und wird informiert, dass gestreikt wird. Ab sofort treten alle in Streik. Ja, schon hat Charlie keine Arbeit mehr. Und vor den Toren der Fabrik sind natürlich dann die Arbeiter und die Polizei. Und es gibt wieder Knatsch. Wieder mal durch Zufall trifft der Charlie ganz blöd mit einem Stein einen Polizisten und wird wieder mal festgenommen. Und jetzt kommen wir zum Filmende. Während er wieder mal in den Knast kommt, findet das Mädel einen Job als Tänzerin in einem Tanz- und Singlokal. Sie holt dann Charlie ab und sieht zu, dass er als singender Kellner auch einen Job kriegt. Er wird wenigstens auf Probe eingestellt. Den Kellnerjob hat er nicht ganz so gut im Griff. Das Singen läuft dann auch so, naja, weil er Texthänger hat, er kann den Text nicht, also erfindet er einen und macht einfach Show. Und diese improvisierte Lachnummer kommt so gut an, dass er deswegen den Job fix hat. Jetzt würde man meinen, es ist doch alles gut. Aber das Mädel wird gesucht wegen Landstreicherei und Flucht vor den Jugendschutzbehörden. Und sie wird verhaftet, als sie gerade anfangen will mit ihrer Tanznummer. Was machen die beiden? Ist doch klar, sie hauen ab, gemeinsam. Als sie allerdings dann draußen sind, weg von allem, raus aus der Stadt, da fragt sie, was soll das alles nützen? Aber Charlie ist guter Dinge. Er findet, komm, weitermachen, es geht immer weiter und wir kriegen das hin. Und so laufen die beiden gemeinsam der Straße entlang ins Morgen. Ende. Oh, wie schön. Doch noch zusammen. Doch noch die Hoffnung auf eine Perspektive, auf einen Morgen. Drüber reden? Okay. War das nicht ein schönes Ende, dass die beiden dann miteinander in ihre Zukunft gehen? Gar nicht so weit weg von der Realität, denn die beiden Schauspieler, Charlie Chaplin und Paulette Goddard, haben dann auch geheiratet. Hat nicht lange gehalten, aber wenigstens ein bisschen Zukunft miteinander. Okay, was haben wir jetzt hier für einen Film zu gucken gekriegt? Einen Stummfilm zu Tonfilmzeiten? Man kann ihn als Stummfilm bezeichnen, aber eigentlich ist es ja schon ein Tonfilm, denn die Tonspur ist vorhanden und ist gekoppelt. Also Bild und Ton sind beieinander. Hier ist es so, der Film ist eigentlich aufgebaut wie ein Stummfilm mit halt musikalischer Unterlegung, aber halt mit der Technik eines Tonfilms. Ist das verständlich? Wie kommt's? Charlie Chaplin hatte die Befürchtung, dass Sprechfilme, Talkies, Sprech, nicht Ton, dass die pantomimischen Fähigkeiten zerstören, die die Grundlage für Filmkunst darstellen. Das heißt, er hat vor allem den Fokus auf das Bild gelegt? Nein, er hat ja auch die Musik geschrieben. Diese Ebene ist ihm auch wichtig, aber eben, Ton und Sprechen hat er getrennt. Und so kommt es, dass man in diesem Film
oft auf Geräusche trifft. Er hat Soundeffekte sehr gezielt, bewusst und oft eingesetzt. Zum Beispiel bei der Essmaschine. Da wird gehebelt, da klingt's mechanisch, da wird gekratzt und geschoben. Oder Körpergeräusche. Töne, Geräusche, Klänge, Musik, aber kein Sprechen. Ja gut, ihm wurde dann auferlegt, Sprechen in sein Repertoire aufzunehmen. Deswegen gab es dann die Szene, wo er einen Song performt, wo er halt singt. Aber er hat dann einen Kompromiss gefunden für sich und deswegen vergisst er den Text und da singt er einfach Kauderwelsch. Da singt er einen Text, der einfach gar keinen Sinn ergibt. So viel zu Sprechen. Dafür bringt er alles rüber mit seiner Gestik, eben mit Pantomime. Ich spiele hier mal ein Stückchen vor. La spinache au la bouchon, cigarette pote bello, si rocky spaghetto, si le tout la ti le toi. Habt ihr irgendetwas vom Text verstanden? Ich hoffe nein. Hey, er hat in dieser Szene genau seine Ansicht eben ausgearbeitet. Guckt, ich kann so viel erzählen, ohne Sprache zu benutzen. Tja, wer den Film schon mal im Ganzen gesehen hat, mit vollständiger Tonspur natürlich, dem wird aufgefallen sein, dass Stimmen vorkommen. Ja, eine Radiostimme. Der politische Häftling, der das Ausbrechen der Gefangenen verhindert hat, soll wegen guter Führung entlassen werden. Und der Chef auch via Monitor und Lautsprecher auf dem Klo. Hey! Hier wird nicht geraucht, sondern gearbeitet. Los! Wow, ja, auf dem Klo, da komme ich gleich noch zu. Aber hier möchte ich noch kurz anmerken, alles, was man hier gehört hat, das kam immer über Apparate. Also ein Mensch, der vor der Kamera steht, den hört man nicht. Das ist der große Unterschied. Ja, zu diesem auf dem Klo überwacht werden. Natürlich, Mr. Chaplin hat geraucht, das ist schon nicht gut. Aber trotzdem, auf dem Klo überwacht werden. Überall und immer Kameras. Wie ist das mit Privatsphäre, mit Selbstbestimmung? Nicht weit hin. Dieser Part zeigt einem auf, wie der Mensch entmenschlicht wird und zu einem Teil in der Maschine und einfach funktionieren soll. Ne? Gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass das ein Individuum ist. Mit Grenzen. Ja, ja, sehr gesellschaftskritisch dieser Film. Geht noch weiter. Ich meine, der Arbeiter wird auch mal schnell als Testobjekt in eine neue Maschine eingespannt. Noch plakativer geht's fast nicht. Aber das ist nicht die einzige Kritik an der Industrialisierung, dass der Mensch zum Zahnrädchen wird, sondern halt auch, dass die Gesellschaft Fahrt zunimmt, dass es viel schneller und schneller und schneller werden muss. Da musst du funktionieren. Und das auch in dem Tempo. Und ansonsten wirst du ausgewechselt. Noch aktueller geht ja kaum, ne? Diese Angst, dass die Industrialisierung die Menschen langsam aber sicher auffrisst, ja, das kennt man auch zum Beispiel aus Metropolis. Metropolis, der Science-Fiction-Klassiker. Ja, man könnte auch moderne Zeiten als Science-Fiction einordnen. Machen manche auch. Denn er zeichnet ein Bild, wie die Zukunft aussehen könnte. Und gewisse Tendenzen hat er eben schon getroffen. Ne? Das waren jetzt so die großen Themen, die vor allem und im Vordergrund behandelt werden in diesem Film. Aber es gibt auch andere Themen, die da angeschnitten werden. Die sind heftig und schwierig. Zum Beispiel dieser Drogenrausch im Knast. Dieser unfreiwillige, aber Nasenpuder. Ich meine, ne? Und sowas darstellen. Ah, schwierig. Damals galt noch der Hays Code und der Hays Code, der hat dafür gesorgt, dass die Filme die Zuschauer nicht zu sehr schockierten in dem Sinne, dass sie ein bisschen geschützt waren vor bösen Themen, gerade im Bereich Kriminalität, Sexualität und der war da schon eingesetzt, so offiziell, bindend. Und da musste man erstmal gucken, kommt man durch? Aber er kam durch. Wir haben es ja gesehen, man durfte es dann zeigen. Vor allem auch, denke ich mir, weil er es ja nicht freiwillig genommen hat. Whoops.
deswegen, okay. Was gibt's noch zu sagen? Ja, dass ich euch was empfehlen kann, aber ich, ehrlich gesagt, konnte ich mich nicht entscheiden. Ich habe da zwei Filme zur Auswahl. Entweder Metropolis oder Kid Auto Races at Venice. Der eine Clip ist eher kürzer, der andere Clip eher länger. Der längste auf meinem Kanal. Ach, entscheidet doch selber. Ich mach mal beide rein. Da unten in den Infos. In der Nähe von Like und Abo. Ihr wisst schon. Ja, dann sind wir jetzt wieder bei dieser einen bestimmten Stelle, die manchmal ein bisschen im Herzen piekt. Aber es muss sein. Abschied nehmen. Ich wünsche euch was und bye bye.